Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario Maker 2. Ja, alle paar Monate packe ich das ja auch mal aus, wenn ich mal Lust zu drauf habe. Denn ich habe einfach mal endlos Herausforderungen gespielt im Normal und da kam mir ein richtig tolles Level unter die Augen. Und zwar so ein Rätsellevel, wo man die Unterschiede in einem Bild suchen soll. So wie in Zeitungen aller Art damals als Kind, wo man so 10 Fehler suchen sollte. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal nach Rätsel gefiltert. Und jetzt kommen hier ganz viele verschiedene Minispiele, Rätselspiele. Wir werden jetzt allerdings nur die Level spielen, wo tatsächlich so Minispiele drin sind. Also jetzt nicht irgendwelche, such den versteckten Schlüssel wie hier beim ersten. Okay, gibt es ganz viele von diesen Find the Difference Dingern. Da suchen wir uns jetzt einfach einen raus, der vielleicht nicht so ganz einfach aussieht. Der sieht doch hier gut aus, oder? Find the Difference 4. Und so zum Schauen ist das vielleicht auch ganz nice, weil man dann einfach mitraten kann. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr schneller seid als ich. Oh, die Musik ist auf jeden Fall schon mal antreibend. Geil, ein Pilz! Ich wusste, da ist was versteckt, weil da war eine Münze. Ich hab's immer noch drauf, Leute. Ich hab's immer noch drauf. So, jetzt geht's los. Wir müssen den Unterschied finden. Ich sehe ihn schon. Seht ihr ihn auch? Hier, die gelbe Pipe ist auf der falschen Seite. Bei den beiden anderen war das anders. So, das ist doch schon mal schwieriger. Nee, ich sehe es auch. Hier, da hat der Schneemann. Ist gar kein Schneemann, aber sieht ein bisschen aus wie ein Schneemann. Ist so ein Wepper-Schneemann. Der hat eine Kugel unten mehr. Aber ich finde auch immer nice, wenn man dann da durch ist, dass man das nochmal sehen kann, wo genau der Unterschied lag. So, das ist jetzt aber schon schwerer. Okay, wir haben alle möglichen Dinger. Ich achte meistens auf Grünzeug, aber nee, es ist die Mitte, weil da fehlt dieser Kasten unten, neben der Münze. Geil, also so schwer ist das tatsächlich nicht. Ich gehe auch davon aus, dass es noch schwerere Level davon gibt. Ich finde es trotzdem ganz witzig, diese Minispiele, und davon scheint es auch einige zu geben. Also es gibt auch so Level, wo ganz viele verschiedene Minispiele drin sind, die können wir uns vielleicht auch nochmal angucken. Dass wir einfach mal wissen, was es da so... Oh, was es da so gibt, das ist schon schwieriger. Oh nein, oh, die sind ja richtig kurz nur da. Okay, es ist der rechte, ne? Weil die beiden linken haben ganz viele Stacheln, der hier hat nur ganz wenig Stacheln. Das ist kreativ, das finde ich richtig cool. Ja, das war nur so ein einstacheliger. Der hat bestimmt auch einen Namen. Oh, okay. Alles hüpft und gedeiht. Wir haben überall Kästchen, wir haben... überall eine Wolke. Oh, das ist schon schwieriger. Ich sehe es auf jeden Fall nicht direkt. Vielleicht springt irgendein... Ja, irgendein... Warte, der rechte Frosch springt anders, oder? Nicht? Nee. Hä? Okay, warte, wir haben überall einen Stern und die blinken auch alle. Ich glaube, irgendwo... Ah, hier, ich glaube, links. Nee, jetzt auch nicht mehr. Hä? Ich denke mal, ich habe irgendwas. Irgendwas springt anders. Ich bin safe, dass irgendwas anders springt. Das ist schwierig, drei Sachen auf einmal anzugucken. Hey, ich sehe es wirklich gar nicht. Nein! Meine Ehre! Als Kind war ich richtig gut in diesen Finde-verschiedene-Sachen-Dingern. Jetzt sehe ich hier einfach gar nichts. Hä? Leute, ich finde es nicht. Oh nein. Ihr habt es locker schon Ewigkeiten. Ich sehe es wirklich nicht. Okay, warte, wir beobachten mal die Frösche. Hoch, unten, runter, hoch. Nee, die bewegen sich... Ich glaube, ein Stern ist anders. Irgendein Stern bewegt sich anders. Aber irgendwie... Ich glaube links. Ja, links, oder? Weil da ist der Pilz, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ja, es ist links, es ist links. Oh, das war richtig schwer. Nein! Wie ist es nicht links? What? Ah, die Dinger haben sich andersrum gedreht. Nope. Hä? Aber da war doch trotzdem... Das war, der eine Pilz war doch langsamer links, oder nicht? Nope. Okay, das war fies. Die Dinger drehen sich andersrum. Nee, schneller einfach nur, ne? Nope. Die drehen sich alle nach rechts, aber der linke schneller? Nope. Hä, ich raff's immer noch nicht. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was hier der Fehler war. Also irgendwas mit diesen Drehdingern, aber keine Ahnung. Oh, jetzt kommt doch mal so ein Scheiß. Okay, alle Pflanzen sind da und stehen, glaube ich, auch an der richtigen... Nee, der hier ist zu weit links. Die Pflanze ist zu weit links, da könnt ihr mir jetzt aber nichts sagen. Das habe ich schnell gesehen. Hä, okay, aber der eine war ja richtig schwer. Und immer noch nicht Ende. Oh, das ist ein langes Find the Difference Level. Oh mein Gott. Okay, ja, das ist wirklich ein Final. Das finde ich aber gut, weil den ersten Find the Difference, den ich gemacht hatte, die waren wirklich richtig, richtig easy. Aber hier muss man ja richtig krass aufpassen. So, die Pflanze ist, glaube ich, überall gleich schnell. Dieser komische Miniboss ist auch überall gleich schnell. Hm. Wir haben auch überall diesen Typen in dem Boot drin. Oh, ich glaube, uns fehlt... Nee. Ich dachte, so ein Oktopus hat gefehlt bei einem, aber doch nicht. Oder ist der Oktopus vielleicht an der Fall? Oh, muss man auf die Reihenfolge achten? Okay, Moment, wir haben roten Koopa. Ah, ich sehe schon. Die anderen haben grüne Koopa und der hier hat einen roten Koopa. Oh. Nein, hä? Warte, was? Was ist denn jetzt geschehen?
Nein, jetzt habe ich doch... Ich weiß doch gar nicht, was ich gemacht habe. Ich bin einfach in irgendeine Röhre reingegangen. Scheiße. Ja, ist jetzt wahrscheinlich falsch. Außer... Okay, es war per Zufall richtig. Keine Ahnung. Ich habe aber keine Röhre mit Absicht ausgewählt. Ein Leben. Noch ein Leben? Ja, 3 Leben für uns. Oh, geil. Ah, das war richtig cool. Das hat mir gefallen. Das ging schön lang, war recht schwierig. Den einen habe ich immer noch nicht verstanden. Und am Ende noch Glück gehabt, dass ich den richtigen ausgewählt habe. Doch, das war cool. Also Fight 4 kann ich empfehlen. So, was gibt's denn sonst noch? Mancha Gimmick Land, die finde ich auch immer ganz witzig. Das ist diese Promenade, ne? Oh, auf Mario Kart hätte ich auch mal richtig Bock. Boom. Okay, wir haben 2 Münzen. Wir haben unten Manchas und ein Riesen-Cooper. Okay, hallo Riesen-Cooper. Ah, wir können die Manchas rüberschicken. Ja, töte ihn. Töte alles. Müssen wir den zerquetschen? Guck, da, wie kommt man denn auf sowas? Woher weiß man denn, dass man die Manchas wegschieben kann? Mit diesen Notenblöcken. Ich wusste das nicht. Das ist schon wieder eine ganz neue Information für mich. Okay, wir werden wahrscheinlich den Helm brauchen. Dann können wir den Mancha hochschicken. Das ist so cool. Und die Bombe explodiert einfach instant und macht dann den Weg da oben frei. Das ist doch richtig toll. Also wahrscheinlich jetzt für die ganzen Leute, die Mario kennen oder Mario Maker kennen. Für die ist das alles voll der alte Schnack. Aber für mich ist das alles neu. Und ich kannte diese ganzen Minispiele noch gar nicht. Hä? Oh, hier hätte man das wahrscheinlich anpassen sollen, ne? Das war schon wieder Zufall. Ah, das Glück ist mit den Dummen. Ja, ich bin dumm. Ach. So, was habe ich hier? Das ist wahrscheinlich auch wieder Anpassungskram, ne? Wir kommen nicht in die Tür rein, weil hier fehlt irgendwas. Wir brauchen... Da muss... Wahrscheinlich kommt aus dem Notenblock irgendwas raus. Ah, auch so ein Anpassungsding. Wenn er da drüben ist, dann wieder drücken und dann schmeißt er das raus. Das ist so cool. So geil. Ich mag's. Mario Maker 2, ey. Habe ich auch einige Stunden drin. Ich bin leider halt richtig, richtig schlecht in Mario Maker. Ja, deswegen in Mario spielen, weil ich dieses ganze Jump'n'Run nicht so gut kann. Obwohl ich da schon einige Stunden drin habe, aber irgendwie, weiß ich nicht, nicht so ganz mein Spiel. Deswegen finde ich diese Rätsel-Level, wo es nicht so auf den Skill ankommt, eigentlich ganz cool. Jetzt wäre ich doch noch fast gestorben. Hier ist aber auch nur Timing, ne? Okay, Timing ist immer so ein bisschen lame. Die 30er Münze nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay, hier hätte man ja sogar sterben können. Oh mein Gott, baut doch bitte nicht solche Sachen ein. Boss. Oh nein, aber kein richtiger Boss, oder? Okay, da unten ist so ein Feuerding. Ah, okay, ich sehe. Das müssen wir ausweichen und wir müssen den Mancha da oben rüberbringen. Und wenn wir einmal getroffen werden, sind wir tot. Das muss nochmal auf Rot gehen. Okay, auf jeden Fall kreativ. Auch nicht allzu schwer, aber kreativ ist es. Ich gebe eine... Ja, 7,9 von 10. Was ist das? Hä? Okay, ich erkenne es gar nicht. Vielleicht sollte das ein Luigi sein am Ende? Weiß ich nicht. Auch richtig schlecht. 46 Sekunden hat das einer gemacht. Oh Mann, ey. Wollen wir einen Minigame-Mix machen? Dann würden wir mal sehen, was es alles gibt. Und dann wird die Folge so lang, Leute. Nein, wir können ja mehrere Folgen machen. Ich hätte jetzt eher Bock nochmal irgendwie auf so ein Musikquiz oder sowas. Oder sowas hier. Power-Up-Quiz. Choose Item. Choose das richtige Item. So, eins. Wir haben Manchas. Und ein... Die sind von roten Blöcken umgeben. Was brauchen wir, um da durchzukommen? Naja, kein One-Up, sondern hier dieses Teil. Und damit können wir die dann einfach töten, nicht wahr? Wenn wir nach oben springen. Ja. So, dann seht ihr auch schon, wie das aufgebaut ist. Zweites Level. Man spawnt da drin und muss dann gucken, was man machen muss. Da ist ein Eisblock. Also vermute ich mal, wir brauchen eine Feuerblume. Okay, das ist ein sehr einfaches Gäste-Item. Naja. Aber so zum Showcasen, was es alles gibt, ist das wahrscheinlich trotzdem ganz witzig. Ich muss noch kleiner werden. Mach mich noch kleiner, Stachel. Danke. 3. Okay, wir haben diese komischen Sanddinger. Irgendwas mit P hießen die, glaube ich. Ja, das sind Pookies oder so, ne? Ja, wir nehmen auf jeden Fall Yoshi, weil... der Ballon, der lässt dann ja nur rumfliegen. Und mit Yoshi kann man die einfach auffressen. Oh ja, das ist richtig lecker. Ich liebe das. Und tschüss, Yoshi. Danke für deine Hilfe. Feuerwerk. Ah, sowas habe ich gebraucht. So ein richtig schönes Nintendo-Spiel, das mich wieder aufbaut. Weil ich mich dadurch schlau fühle. Ich vermute mal, einen Stern braucht man hier. Okay, das ist aber... Das ist ein richtig einfaches Item-Quiz-Dings. Einen roten Yoshi vermute ich mal, damit wir den anzünden können. Oh, okay. 4 Auswahlmöglichkeiten ist natürlich auch krass. Aber roter Yoshi kann ja nun mal Feuer spucken. Bedeutet, damit zünden wir die
Bombe an, die explodiert und wir können da durch. Ja, ja. Smarty, GG, das war schon. Okay, das war ein bisschen sehr einfach. Da wusste man ja schon, bevor man die Items gesehen hat, was man nehmen muss. Hm. Also da gibt es wahrscheinlich auch noch bessere. Also wenn man zumindest nicht ein One-Up dahin packen könnte, sondern irgendwie eine Feuerblume und ein Feuer-Yoshi oder sowas. Dann wäre das vielleicht nochmal was Neues gewesen, aber so, naja. Gut, wir machen nochmal einen Musikquiz. Ich suche mal eins, vielleicht finden wir eins. Alright, habe eins gefunden von OBK Shimugachi. Shimugachi, glaube ich, stand da. Music Quiz, let's go! Und ihr könnt wieder mitraten. Okay, hört genau zu. Okay, das war auf jeden Fall Mario. Wir haben hier Kirby, wir haben Mario und wir haben Zelda. Das war Mario. Ich habe so die Befürchtung, dass diese ganzen Minispiele ein bisschen sehr einfach sind. Kann das sein? Aber es war auch erst die erste Stage. Vielleicht wird das dann noch schwieriger. Ja. Kirby ist ein toller Typ. Da, 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 da. Okay, was haben wir? Wir haben Pokémon, wir haben Splatoon und wir haben Kirby. Okay, also zumindest erkennt man die Pixel Arts. Ach ja, diese Music Quiz. Auch ein Klassiker in Mario Maker. Hallo. Ah, Smash. Ich dachte gerade schon, ich erkenne das nicht, aber das ist Smash. Ha, guck mal hier, das ist Undertale, oder? Ich glaube, das soll Undertale darstellen. Wir nehmen Smash. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Aber es will ja nie jemand mit mir spielen. Es will ja nie jemand mit mir spielen. Der Psy hat es damals immer gespielt, aber jetzt spielt es keiner mehr mit mir. Was? Darf ich das nochmal hören? Nee. Hä? Okay, das kenne ich tatsächlich nicht. Du, 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 du. Splatoon ist es nicht. Was ist das hier rechts? Was soll das denn? Ah, es ist Luigi. Nee, Luigi? Boah, ist das das Castle-Theme von Peach? Ja, muss ich raten. Keine Ahnung. Scheinbar schon, okay. Aber kannte ich nicht. Ist das Castle-Theme nicht auch anders? Egal. Ah! Da haben wir unser Undertale. Let's go! Was ist das Rechte hier? Oh, das kann auch... Nee, aber das in der Mitte ist schon Undertale. Aber was ist denn das Rechte? Ich erkenn's nicht. Hä? Also es ist auf jeden Fall irgendein Gesicht, aber es wird hier die Mitte sein. Das ist dieser Undertale-Typ. Ich habe Undertale zwar nie gespielt, aber diesen Typ mit seinem Laserauge, den kenne ich schon. Und? Ich glaube, das war's. Immer noch dieses GG. Alle voll freundlich, diese ganzen Bauer. Oh, und ich wollte den Stern noch mitnehmen. Oh, ihr seht den gar nicht. Oh, ich hab einfach tot verdeckt. Ja, das war doch noch ganz witzig. Ja, schön. Dann haben wir heute ein paar Minispiele gespielt. Vielleicht kannte ja der ein oder andere das noch nicht in Mario Maker 2 und ist jetzt angetan, das vielleicht auch nochmal zu spielen. Wenn ihr noch weitere Level kennt, die vielleicht irgendwie so ein Gimmick haben, das auch nicht zu schwer ist für so einen Loop wie mich, so einen Jump'n'Run-Loop wie mich, dann könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben, dann könnte ich mir die auch mal angucken. Ich fand das auf jeden Fall ganz witzig, hab das halt in dieser Endless-Challenge gefunden und wollte es euch mal vorstellen, für die, die es vielleicht noch nicht kannten. Ja, ansonsten dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!